Das 13-jährige Mädchen war mit Freundinnen im Freibad gewesen. Bereits im Wasser und auf der Liegewiese soll es von 8 Jugendlichen, alle zwischen 14 und 16 Jahren, belästigt worden sein. Als das Mädchen später das Schwimmbad allein verlässt, folgt ihr die Gruppe und zerrt sie in einen nahegelegenen Wald. Man wird sagen können, dass die Gruppe sehr massiv gegen das Kind vorgegangen ist. Man könnte auch sagen, darüber hergefallen ist über das arme Opfer. Schlimmer noch, während einige Jungen das Mädchen mitten im Wald vergewaltigen, werden sie dabei von den anderen mit ihren Handys gefilmt. Danach schleppen sie ihr Opfer in die Nähe einer Autobahnbrücke, missbrauchen es erneut. Kurz darauf wird eine Spaziergängerin auf die Gruppe aufmerksam. Sie ist dann dazugegangen, konnte dann beobachten, wie die Jugendlichen weiter versuchten, das Kind von ihr wegzuzerren. Das hat sie dann unterbunden, sie ist dazwischen gegangen und hat insoweit das Kind aus den Fängen der Täter befreit. Relativ schnell konnten 6 der Täter gefasst werden, 2 weitere Täter sind noch auf der Flucht, haben sich vermutlich in ihre bulgarische Heimat abgesetzt. Dass die Polizei mit dem Fall bisher nicht an die Öffentlichkeit gegangen war, begründet sie mit Opferschutz, denn das Mädchen ist schwer traumatisiert. Da muss man ja auch immer abwägen zwischen, gibt es noch andere Möglichkeiten oder muss sich dafür die Öffentlichkeit zwingend einbeziehen? Schon gar nicht, wenn die Täter mutmaßlich ins Ausland geflüchtet sind, dann nützt eine deutsche Veröffentlichung nicht so viel. Nach Polizeiangaben haben einige der Jugendlichen die Tat eingeräumt, andere beschuldigen sich gegenseitig. Davonkommen werden sie allerdings nicht. Durch die Handyvideos ist die Beweislage erdrückend.